Unbekannte Täter haben wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele Brandanschläge auf mehrere Anlagen des französischen Schnellzugnetzes verübt. Ein massiver Angriff zur Lähmung des Netzes führte zu zahlreichen Störungen im TGV-Verkehr, wie die SNCF mitteilte. Die Anschläge betrafen Verbindungen zwischen Paris und dem Westen sowie dem Norden und dem Osten. Ein weiterer wurde auf der Strecke Südost vereitelt. Der Verkehr musste auf einigen Linien unterbrochen werden und zahlreiche Züge fielen aus. Rund 800.000 Reisende sind betroffen. Das französische Schienennetz ist durch die Olympischen Spiele in Paris und die Menschen, die in die Sommerferien fahren oder nach Hause zurückkommen, besonders beansprucht. It's probably a large-scale sabotage with some malicious acts probably coordinating. We're still in the process of analyzing all the impacts, assessing what we're going to implement as solutions, because it's going to have impacts also over the weekend. And we want this not to jeopardize the quality of the experience for the athletes and for the spectators. Der französische Verkehrsminister Patrice Vergriet schrieb auf X, es handle sich um kriminelle Handlungen und er verurteile sie auf das Schärfste. Laut der SNCF müssen Reisende auch an diesem Wochenende mit Störungen und Ausfällen rechnen, da viele Reparaturen durchgeführt werden müssten.